Alle McGrays lieben die Gartenarbeit. Ich frage mich, wie viel der Mörder über meine Familie weiß. Genug. Definitiv genug. Ich geb's ja zu. Ja, ich habe gedacht, das wäre eine Möglichkeit für mich, aus dieser Scheiße rauszukommen. Aber irgendwie hat's nicht funktioniert. Und jetzt bin ich in so einer Zeitschleife gefangen, in der ich verhindere, dass ich den Mord durchführe. Und es ist einfach nur grausam. Es gibt überall Aussparungen und Embleme und Karamellobjekte und tut das nicht, ja. Also Zeitreise lohnt sich nicht, glaub mir. Da ist übrigens das Karamellobjekt. Elizabeth McGray. Elizabeth McGray ist James' Schwester und Anna Grays Nichte, was keinen Arsch interessiert. Sie und James sind die rechtmäßigen Erben von Silver McGray. Oh Gott, wir sammeln diesmal die Gray, den ganzen Gray-Stammbaum mal wieder zusammen, ne? Okay, warte mal. Elizabeth, James, John, Louisa, Anna, Elena, Brandon, Jackie Vihosi, Billy Bort, es sind noch, bleiben fünf über, Richard, es sind immer noch vier, hier der dämliche, wie hieß er, hier, Dorian Gray, wie auch immer, haben wir noch drei. Aber haben wir wirklich noch drei, ne? Ja, aber wenn die Kinder jeweils eins kriegen noch, hier, sie hat zwei Jungs, er hat zwei Mädchen, dann wäre es noch ein offenes Ding. Es ist nur meine Theorie, was diese Sammelobjekte angeht. Man muss ja auch mal ein bisschen spekulieren hier, ne? Oh, ich hätte mir Bier kaufen sollen, ganz ehrlich. Klickst du einfach mal unverhofft auf die Kiste, ploppt das nächste Rätsel auf hier. Ordne die Schlüssel den richtigen Zylindern an. Du kannst nur gegenüberliegende und nebeneinanderliegende Schlüssel austauschen. Ja, okay, das muss ja der hier sein. Das muss der sein. Der muss dahin. Das machen wir erstmal die einfachen. Und vor allem machen wir erstmal oben fertig, oder? So, der sitzt auch. Gegenüberliegende brauchst du also gar nicht austauschen. Das ist schon mal eine gute Info. So, das Ding kommt ganz nach rechts. Das sieht man ja von vornherein schon hier. Daneben kommt der hier. Und daneben muss der. Und dann haben wir den da. Und dann haben wir es auch schon. Das war ein Anfängerrätsel, ja? Mit sowas startet man und nicht mit diesem dämlichen, stilisierten Muster da, was kein Arsch erkennen kann. Ein Magnet, natürlich. Ich brauche etwas, um aus dem Teich zu fischen. Nein, brauchst du nicht. Einfach reinfassen und platsch. Wir werden ja wohl keine fleischfressenden Monsterfische in diesem Teich haben. Oh, haben die fleischfressenden Monsterfische in diesem Teich?
Ist ja nicht die einzige Möglichkeit. Bienen! Was ist Ewigkeiten her? War das System Shock? War das erste Mal? Ich weiß es gar nicht mehr genau. So, apropos System Shock. Wann kommen System Shock 3 und das System Shock Remake endlich aus? Oh, warte mal. Gibt es das System Shock Remake schon? Vielleicht habe ich es einfach verpasst. Warte mal. Ich goggle das mal kurz. System Shock Remake Release 2021. Sommer 21, das klingt doch gut. Sommer 21 klingt doch gut. So. Die Insekten lassen mich nicht vorbei, weil Insekten sind Arschlöcher. Insekten sind wirklich Arschlöcher. Das sind die Arschlöcher der Tierwelt. Ja, habt ihr mal geguckt, was bei denen so für kranke Scheiße abgeht? Also. Natürlich. Wenn ich die Tür öffnen will, brauche ich einen Griff. Naja, nicht wirklich, aber wenn du meinst, haben wir jetzt hier überhaupt noch was? Ich will nicht mal gleich auf die Karte gucken. Ich versuche es immer erstmal so. Das ist doch hier das Eingangsmotiv von der Tür. Natürlich. Die Spinnen, die Grays. I'll find and take back what's rightfully mine. Apparently, the culprit's looking for the McGrays family artifact. I've got to stop him. Vor allem führt er Selbstgespräche. Der Mörder ist im Obergeschoss. Ich muss ihm leise folgen. Ja, dann gleich hinterher hier. Das nervt mich total. Das würde ich gerne weglassen. Dieses, ja, das hier ist jetzt deine neue Quest. Das brauche ich nicht. Das würde ich gerne ausschalten. Aber das ist ein Ding, was ich nicht ausschalten kann, ne? Ich sehe nichts. Ja, ich schon. Da ist eine Tür da. So, also du willst ihm leise hinterher schleichen, aber vorher machst du das Licht an, ja? Sehe ich das richtig? Ich sehe absolut keine Probleme mit diesem Plan. Oh, Hilfe. Warum? Also warum ist hier ein Foto von Luisa an der Wand? Oder ist das Jackie? Ich weiß das nicht. Hier brauchen wir die Fische. Da fehlt uns aber noch einer für. Natürlich eine Eule. Der Mörder hat die Tür abgeschlossen. Ich hinterfrage das wieso schon lange nicht mehr. Hier fehlt eine Figur. Ich wollte gerne die Figur da oben drauf mitnehmen, aber das darf ich anscheinend nicht. Ist ja spannend. Dann wird es nämlich jetzt schon sehr übersichtlich mit meinen Möglichkeiten. Hier ist auch verschlossen. Ja, klar. Da hat jemand ein bisschen viel Zeit, oder? Oh, ohne Worte.
Ich glaube, der Mörder will etwas mit diesem zerrissenen Porträt sagen. Und ich wette, das zerrissene Porträt öffnet sich, wenn man die ausgerissenen Teile da wieder einsetzt, weil das total logisch ist und sinnvoll. Ja, wie soll es denn sonst funktionieren? Ordne die Fische so an, dass sie in die richtige Ausarmung. Entschuldigung. Ich hatte da gerade so einen kleinen epileptischen. Passen. Drücke dann den grünen Knopf, um deine Auswahl zu überprüfen. Du kannst die Fische beliebig vertauschen. Ach so, okay, cool. Jetzt habe ich verstanden, wie das funktionieren soll. Der dreht nach oben. Oh, willst du mich verarschen? Oh ne, der hat die wieder alle resettet, ne? Das, diese blöde Sau. Oh, das ist ja frech. Och, leckt mich doch am Arsch, ey. Das ist doch... Ja, stupides Ausprobieren ist scheiße. Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Was ist denn das für ein Mist? Der geht da rein. Dann fährt der hoch. Ne, den nimmt er von oben. Ne? Der erste rutscht von oben nach. Also der geht da rein, dann dreht er hoch, also dreht er hier weiter, dann geht er da rein. Dann machen wir als nächstes den da unten. Weißt du, ein Rätsel, für das ich jetzt drei Anläufe gebraucht habe, was ich in einem hätte lösen können, wenn das Spiel mir in irgendeiner Art und Weise gesagt hätte, in welcher Reihenfolge die da reinflutschen. Aber nein, das musste ich ja ausprobieren. Das ist doch bescheuert. Was zur Hölle ist das hier? Eine Fischerfigur. Ja gut, hätte ich eigentlich denken können, ne? Ja, muss man wissen. Muss man wissen. Gut, die Fischerfigur, die gehört doch bestimmt hier hin. Natürlich. Natürlich, warum hätte das auch reichen sollen? Ich glaube nicht, dass das so funktioniert hätte. Ja, und gut, dass wir einen Ersatzgriff für die Tür hier im Teich deponiert haben. Ja, das macht doch jeder, oder? Sie uns verrecken dieses dämliche Herz nicht, ne? Ich hätte halt gerne vorne angefangen, aber ich sehe es einfach nicht. Also nehmen wir erstmal andere Sachen. Kelch ist da, der Schmetterling ist da oben, der Hase sitzt da in der Mitte. Da ist noch der Hut.
Und natürlich der Schuh. Und der Rucksack. Jetzt sind wir wieder bei diesem dämlichen Herz. Da ist es. Das war eigentlich gar nicht so schwer. Und an dem ganzen Scheiß, den wir da jetzt mitgenommen haben, ist nur der Rucksack für uns interessant, ja? Das sind doch hässliche Kinder! Oh, vor allem der Linke ist ganz schlimm! Sie sind wirklich putzig. Nein, sind sie nicht! Tötet sie mit Säure! Die sind auch nicht besser. Oh, Hilfe! Was ist das für eine abartige Familie? So, wir alle wissen ja, was für eine gute Idee es ist, die ganzen Bienen zu töten. Was zur Hölle ist das eigentlich hier? So, da ist etwas vergraben. Ja, aber wir können uns natürlich, wir können unsere Hände doch nicht schmutzig machen. Oh nein, das geht doch nicht. Wir haben das Relief jetzt fertig. Das heißt, wir können hier weiter. Und erhalten ein Blumenamulett. Na, da bin ich ja begeistert. Nochmal bitte. Warum? Warum? Blumenamulett. Blumenamulett, 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 Blumenamulett. Wo könnten wir eventuell ein Blumenamulett noch brauchen? Jetzt geht's aber ab hier. Ja, Speedrun. Warum? Was eigentlich mit den Kindern? Ja, wenn die Eltern vergiftet worden sind, was ist mit den Kindern? Ihr könnt die nicht einfach auf die Fotos packen und danach spielen die keine Rolle. Was ist denn das für eine Scheiße. Total unauffällig. Der Mörder wird uns niemals kommen sehen. Oh, schockierend. Am Ende des Ganges ist eine Flur. Eine Tür. Entschuldigung. Ich kann den Mörder zwar nicht sehen, aber er könnte sich in der Nähe versteckt haben. Warum sollte er sich versteckt haben? Ich möchte an dieser Stelle nur anmerken, dass du in einer scheiß Erinnerung bist, in der er sich frei bewegen kann. Was bedeutet, dass er nicht Teil der Erinnerung ist, sondern auch mit in die Vergangenheit gereist sein muss. Weil alles andere keinen Sinn machen würde, sonst würde mir auffallen, dass irgendwas nicht stimmt. Hinter der Tür geht etwas vor sich. Ja, erstmal müssen wir Sammelobjekte einsammeln. Sehr, ne? Vor ein paar Jahren bewies Anna Gray James McGrays Unschuld und rettet ihre Schwester Elizabeth vor dem sicheren Tod. Elizabeth ist nicht ihre Schwester. Luisa ist ihre Schwester. Elizabeth ist James Schwester. Alter, die Spiele passen selber nicht mehr auf. James' unrechtmäßiger Sohn Edward Maxwell erpresste ihn. Moment, was? Moment, was? Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. James' unrechtmäßiger Sohn Edward Maxwell erpresste ihn? Was? 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 Moment. Was? Habe ich was verpasst? Das war doch...
Jetzt kommt Google dran hier. Edward Maxwell Grimm Tales. Edward Maxwell war der Großvater von Catherine. Und Catherine ist die Mutter von Elizabeth und James. Ja, also. Mir war doch so, dass das denn. Na, das hat er bestimmt nicht gehört. So, die ist verschlossen. Na gut. Wölfe sind das Symbol der McGrays. Ja, Wölfe sind auch das Symbol der Grays. Ich möchte an Grim Tales 2 erinnern. Das Fototeil des Rahmens fehlen. Eigentlich will man diese Bildschirmschoner-Teile gar nicht haben, ne? Das Spiel bringt einen trotzdem dazu, sie einzusammeln. Das ist grausam. Mit dem richtigen Werkzeug kann ich es abfeilen. Welches Werkzeug wir da wohl suchen? Das war's hier schon wieder? Okay, dann war's das hier schon wieder. Dann machen wir jetzt erstmal das Foto wieder heile. Ich wusste es! Natürlich! Ohne den richtigen Code kann ich es nicht öffnen. Das McGray-Monogramm muss doch bestimmt hier in die Figur. Nicht in die Figur rein, okay. Ah ne, hier an die Schublade. Weißt du, die geht auch ohne Griff auf, natürlich. Das Familiensiegel und das McGray-Wappen. Brauchen wir einen ganz abstrusen Mechanismus, ne? Nennt sich Schlüssel. So eine neuartige Erfindung, die wollten die McGrays bei der Tür mal ausprobieren. Da haben wir nicht den richtigen Code. Ist ja schon nett von dem Spiel, ne? Dass es mich die Bildschirmschoner noch einsammeln lässt und mir danach sagt, hier, da gibt es aber nichts mehr für dich zu tun. Das ist original einfach 2 Meter weiter, weißt du? Ich sollte mir diese Symbole aufschreiben. Lass mich raten, du super Detektivin vom Fach. Du hast nichts zum Schreiben dabei. So, die Wölfe kommen natürlich hier hin.
Tausche die Marken mit den Pfotenabdrücken aus, sodass sie zum jeweiligen Tier passen. Was für eine intellektuelle Meisterleistung das gerade gewesen ist. So, wir kriegen dafür eine Blumenkachel. Gehen aber nicht da oben rein, ne? Ne, da kommt ein Foto hin. Eine Blumenkachel also, die würde ich ja wahrscheinlich am ehesten im Garten vermuten. Das ist Silver McRae, der Urgroßvater von James und Elizabeth. Ja, Silver McRae, das ist nämlich der, der diesen Edward Maxwell adoptiert hatte. Und ihn dann verstoßen hat, weil er ein Arschloch war. Und wenn der Name hier wieder auftaucht, ist unser Widersacher dann ein Maxwell. Hier im Garten ist einfach gar nichts mehr, ne? Aber was und wo dann? Hier müssen wir noch den Scheiß aufschreiben. Nix, ich hab nicht auf dich drauf geklickt. Lass mich in Ruhe. Was sind denn das für bekloppte Türen in diesem Haus? Vertausche die farbigen Elemente, bis sie untereinander Verbindungen herrschen. Denn... So, okay. Gehen wir, starten wir mal damit, dass wir da diese beiden Dinger in der Mitte... Ja, dieses hier und dieses hier dürfen wir nicht tauschen. Können wir nicht tauschen. Hä? Was? Okay, warte mal. So, sollten wir jetzt die Elemente hier schon mal alle farblich, ne? So, jetzt habe ich es verstanden. Alter! Das war nicht sonderlich gut erklärt. Ich habe mich so auf das Grillen mit der Familie gefreut. Oh, erst Grillen. Okay, es geht halt einfach wieder in eine völlig andere Richtung. Ne? Silver McRae. Silver McRae war der Stammvater der McRaes vor ca. 700 Jahren. Er war sehr reich und hat das erste McRae-Anwesen erbaut. Deswegen steht im
400. Hier ist auch eine Statue von ihm. Hier ist eine Zeitung, die würde ich gerne lesen, weil sowas finde ich immer sehr interessant, aber das Spiel lässt das mich nicht tun.